Mitscherlich Nielsen, Sie sind in einer Grenzsituation aufgewachsen. Ihr Vater war dänischer Arzt, Ihre Mutter war deutsche Lehrerin. Ihr Vater kommt aus einer Generation, die dänisch-national war und mit den Deutschen eigentlich nichts zu tun haben wollte. Ihre Mutter hat Bismarck verehrt, Ihr Vater hat ihn eher verachtet. Wie sind Sie denn in diesem gemischten Klima aufgewachsen? Darf ich nur etwas richtigstellen? Ich glaube nicht, dass mein Vater Bismarck verachtet hat. Ich glaube, sofern er hassensfähig war, er war nicht, so hat er wirklich damals als Kind gelernt, Bismarck zu hassen. Es wurde ja auch keine sehr gute Politik getrieben in diesem Lande, dass die Preußen erobert hatten. Es war ja ähnlich wie in Elsass-Lothringen. Also man durfte, mein Großvater war Lehrer, durfte nicht mehr Dänisch unterrichten. Mein Vater konnte nur in Flensburg Abitur machen, in Deutschland, Berlin studieren. Also es war eine sehr unterdrückende Politik für die doch sehr nationalbewussten Dänen. Die fühlten sich sehr gekränkt. Verachtet hat er ihn, glaube ich, nicht. Er war ja recht tüchtig auf seine Weise. Aber wie ging es Ihnen damit, mit der deutschen und auch deutsch ausgerichteten Mutter und dem dänisch-nationalen Vater? Ja, nun, ich meine, das hat meine Kinder natürlich sehr geprägt. Ich bin ja im Grenzland aufgewachsen, das bis 1920 deutsch war. Aber es war immer mehrheitlich von denen bewohnt. Da ich auch in einer gemischten Familie groß wurde, war das ein Problem. Ich weiß nicht, ich glaube, mit 3, 4 Jahren habe ich das schon verstanden, weil ich auch auf der Straße mit meinen Spielkameraden eine andere Sprache sprach als zu Hause mit meiner Mutter. Und ja, waren Sie dann, fühlten Sie sich damals mehr dänisch oder mehr deutsch? Nein, oder? Ich fühlte mich total deutsch, weil ich, also, sobald ich das kapierte, nicht? Weil meine Mutter war die große Liebe meines kindlichen Lebens und die große Identifikationsfigur, mehr als mein Vater, der viel zu tun hatte, der auch 11 Jahre älter war als meine Mutter, auch relativ früh krank war, chronisch krank, zuckerkrank. Die Beziehung, die unmittelbare, warme, herzliche, kindliche Beziehung war zu meiner Mutter. Und die habe ich natürlich sehr bald gefragt, was bist du, Deutsch oder Dänisch? Und hat sie gesagt, ich bin Deutsch. Und sie war sehr stolz darauf, Deutsche zu sein. Da sage ich dann völlig klar, dass ich auch Deutsch war. Sie sind 32 nach Deutschland gekommen. Das war ja schon kurz vor der Machtergreifung. Wie ging es Ihnen denn da? Sie waren damals 15? Als ich hinkam, habe ich nur unter Heimweh gelitten. Da habe ich nicht viel wahrgenommen. Ich fand alles trostlos, alles traurig. Ich hatte von meiner Mutter gelernt, mich zusammenzunehmen und nicht äußerlich meinen Kummer allzu sehr preiszugeben. Aber wann immer ich konnte, habe ich mich zurückgezogen und habe viele, viele Tränen vergossen. Aber dann langsam habe ich ja auch gesehen. Ich habe, glaube ich, die Umgebung gar nicht gesehen, sie nur als fremd und traurig empfunden. Aber dann habe ich sie schon gesehen, wie das alles so war und habe langsam auch Beziehungen zu den Lehrern und Lehrerinnen aufgenommen. Und da ist mir dann 33 aufgefallen, wie schnell sie sich veränderten. Also 32, wir hatten auch zum Beispiel jüdische Lehrer und das war, da habe ich noch nichts gemerkt. Bitte, ich war auch blind vor Heimweh wahrscheinlich. Dann habe ich das sehr wohl gemerkt und habe mich auch für einzelne Lehrer und Lehrerinnen entschieden, habe dann sehr starke Beziehungen zum Beispiel zu meiner Deutschlehrerin entwickelt. Und da war mir dieser ganze Opportunismus und wie plötzlich sie alle Nazis wurden oder die es nicht sein konnten, dann zur Seite gedrängt wurden. Das ist mir sehr schnell aufgefallen, war sehr unangenehm. Und mein Vater hat ja immer gesagt, worin meine Mutter und ich ursprünglich keineswegs mit ihm übereinstimmten, das heißt ich aus Ahnungslosigkeit, hat immer gesagt, Hitler ist ein Verbrecher. Und da hat man dann in der Tat sehr schnell erkannt, auch wir haben ja auch erlebt, wie die Juden dann über die Grenze
gescheucht wurden, wo sie auch nicht allzu freundlich aufgenommen wurden, muss man hinzufügen. Und dann wirklich dieses schnelle sich anpassen an eine Unkultur, das hat einem dann schon den Spaß sehr schnell genommen, stolz darauf zu sein, als Deutsche sich zu fühlen. Sie haben zunächst, so scheint mir, jedenfalls habe ich das mal gelesen, haben zunächst wohl eher, wie viele andere auch, die also diesem Phänomen damals distanziert, sagen wir mal, gegenüberstanden, mit Spott, mit lächerlich machen der Nazis reagiert. Wir waren dann in irgendeinem Lager, bevor wir, also in Unterprima oder war schon Oberprima, ich weiß es nicht. Und da sollten wir also immer Tagebuch führen. Und dann haben wir zum Beispiel so ein Tagebuch geführt und gesagt, ja, es sei doch wirklich die nationalsozialistische Kultur, hätte ja wirklich einen Höhepunkt erreicht. Und so etwas sei in Deutschland ja noch nicht da gewesen. Und so wunderschöne Lieder gäbe es auch, die eben von dieser Kultur zeugten, wie wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Das haben wir alles so schön. Das war selbst denen zu viel. Also die haben den Spott und Hohn dann kapiert. Und wir waren aber dann auch mit dieser Hamburger Schule, das erinnere ich auch noch sehr genau, da hatten wir auch viele, die so dachten wie wir. Und es gab Briefe hin und her. Dann wurden wir angezeigt. Wir hätten also das lächerlich gemacht, den Nationalsozialismus lächerlich gemacht. Wir hätten nicht den Geist der Zeit wirklich erfasst. Und ob wir nun wirklich Abitur machen sollten, ob solche Menschen in Deutschland Abitur machen sollten, das müsste man sich doch überlegen. Und dann gab es Gespräche hin und her, auch mit den Hamburgern und innerhalb der Lehrerschaft. Und schließlich und endlich wurden wir dann doch zum Abitur zugelassen. Aber Sie haben ja doch für das Abitur einen Preis bezahlt. Das heißt, Sie mussten wohl eine Loyalitätserklärung unterschreiben. Oh ja. Also es ging nicht so ganz glimpflich ab. Nein, selbstverständlich. Ich habe meine opportunistischen Züge auch gehabt. Nicht? Ich musste sagen, ich gehöre zur deutschen Minderheit. Und ich selbstverständlich, ich werde absolut loyal sein. Ich musste in den Arbeitsdienst. Ich bin im Arbeitsdienst gewesen, sonst hätte ich diese Zulassung alles nicht gekriegt. Selbstverständlich. Sie haben dann also Medizin studiert. Wo haben Sie da angefangen? Noch in München? München. Ich habe ja erst Philologie studiert, Literatur studiert, war bei Kutscher, der Herr Voss, nein, wie, der französisch Romanistik, das Vossler. Das war einer der wenigen, von denen man wusste, das ist kein Nazi, so wie der Kutscher auch. Das war interessant, aber alles andere waren wirklich Nazis. Und diese auch das Mittelhochdeutsche, gebe ich zu, damit konnte ich nicht so sehr viel anfangen. Und dann ist mein Vater gestorben und mein Vater wollte immer, dass ich Medizin studiere. Und nach seinem Tode habe ich mich dann entschlossen, aus diesen doch ideologisch sehr mitgenommenen, also sehr durchsetzten Fächern in die Medizin überzugehen. Also man war krank, ob man nun Nazi war oder nicht. Und Krankheit kann nicht so ideologisiert werden, wie das die Geisteswissenschaften können. Ich meine, bitte, Medizin ohne Menschlichkeit. Was mit der Medizin dann gemacht wurde, ist eine ganz andere Sache. Ja, Sie haben irgendwann geschrieben, dass Sie in München nicht nur mehr gelacht haben, sondern auch anfingen, die Nazis zu fürchten. Wir waren ja auch angezeigt, also wir lebten in einer Pension zusammen und da waren wir auch alle der gleichen Meinung, aber wir waren natürlich auch leichtsinnig. Wissen Sie, wir haben vieles nicht so ernst genommen, wie es eigentlich ernst zu nehmen war. Und da wurden wir auch angezeigt wegen Wehrmachtszersetzung und Abhören von Feindsendern. Wir haben immer England gehört, immer. Aber auch das war wieder im Grunde Eifersucht. Das war ein Kommilitone, der eifersüchtig war auf einen von uns, der mit seiner Freundin angebändelt hatte und dann natürlich diese ganze Clique kannte und dann bei der Gestapo angezeigt hat. Also ob es in der Schule war oder da, der Grund letztlich war Eifersucht. Mhm. Und da muss ich sagen, auch da haben wir ja wieder sehr viel Angenehmes erlebt, verhältnismäßig. Nämlich die Gestapo kam in diese Pension und sagte, wir dürfen
Sie dürfen uns um Gottes Willen nichts sagen, aber Sie würden unsere Zimmer untersuchen und auch also uns abhören. Aber wenn Sie da etwas verlauten würde uns gegenüber, dann gnade ihr Gott. Aber sie hat sofort, ihr Mann war zwar SA-Mann und lief immer in brauner Uniform herum, aber das tat nichts zur Sache. Sie hat sofort uns gesagt, so und so und so. Und wir haben noch in der Nacht, was immer so an Briefen und sowas, Gedichten und was wir so hatten, zerknüllt, ins Klo und weg. Also man hat auch viel Solidarität erlebt, wenn Sie so wollen. Und das ist dann auch glimpflich ausgegangen mit der Gestapo? Ja, Gott, ich meine, dann dauerte es, das erinnere ich noch, man vergisst ja vieles, aber das weiß ich noch. Es dauerte Wochen, bis wir vorgeladen wurden. Aber wir wussten, dass wir überall beobachtet wurden. Da muss ich gestehen, habe ich entsetzliche Angst gehabt, entsetzliche Angst. Also dieses Gefühl, du weißt ja nicht, was morgen passiert. Bis wir dann verhört worden, Gott, dann kam man in die Zelle und sagt, wegen Wehrmachtszersetzung und Feindabhörung wurden hingerichtet, so und so und so. Das war ja auch nicht so angenehm. Und dann wurde man so beleuchtet und Fragen gestellt. Aber Gott, verhältnismäßig, das ist ein paar Mal passiert. Ich hatte mein Staatsexamen, dann bin ich mit meinem Freund nach Dänemark gegangen. Und den anderen ist auch nichts passiert. Wie lange waren Sie dann in Dänemark? Denn Sie sind, glaube ich, 47 in die Schweiz gegangen. Ich bin dann 47. Die Freundschaft mit diesem Mann, mit dem ich sehr viele Jahre zusammen war, die ging zu Ende und ich hatte nur ein Bedürfnis, wegzugehen und irgendwie diesen Abschnitt meines Lebens zu beenden. Und da haben Sie gleich insofern den nächsten begonnen, als Sie dann auch in Tessin. Mein Analytiker Michael Barland in London hat gesagt, von einer Verrücktheit zur anderen. Kaum haben Sie eine verrückte Beziehung beendet, fingen Sie die nächste verrückte Beziehung an. Das war auch vollkommen richtig. Wie kam das denn? War das reiner Zufall? Sie hatten sich, glaube ich, für Anthroposophie interessiert und sind deshalb in die Schweiz gegangen. Und was machte Ihr späterer Mann dann gerade zufällig in Tessin? Ja, ich kannte ihn ja. Ich kannte ihn von Heidelberg. Meine beste Freundin war seine Assistenzärztin in den letzten Jahren, auch als wir angezeigt waren bei der Gestapo. Und da wollte er mit uns absolut nichts zu tun haben, was ich auch nachträglich sehr gut verstehe. Denn er fand uns enorm leichtsinnig. Er selber war im Gefängnis gewesen. Er selber wusste, was ihm passiert, wenn er irgendwie hineingezogen wird in eine solche Geschichte. Also er wollte, hat gesagt, um Gottes Willen, lasst mich nicht, ich nicht. Also ich kannte ihn nur oberflächlich, aber meine Freundin kannte ihn ganz gut. Aber ich hätte ihn eigentlich nicht erkannt. Also ich bin ihm dann begegnet. Ich ging dann in die Schweiz mit Hilfe einer jüdischen Freundin meiner Mutter, die auch Anthroposophin war. Und dann bin ich irgendeines Abends zu einer russischen Immigrantin gegangen, die ihren Tochter, eine sehr nette Tochter, die hatte epileptische Anfälle und mit der hatte ich mich etwas angefreundet. Versuchte auch ihr etwas zu helfen. Und da kam ich rein und da sah ich einen Mann, da dachte ich, Mensch, den kennst du doch. Und da haben sie einen Bruder in Heidelberg. Und er sagte, ich komme aus Heidelberg. Und dann sind wir dann mehr oder weniger zusammengeblieben. Ich meine, mein Mann war verheiratet und wir haben nie daran gedacht, dass wir uns heiraten würden. Das sollte eine vorübergehende. Ich habe immer damals gedacht, mein Gott, ich war so erzogen worden, dass man eigentlich einen Mann liebt, einen Mann heiratet und so weiter und so weiter. Und als ich dann die Beziehung zu meinem späteren Mann anfing, habe ich eigentlich immer gedacht, mein Gott, du warst so treu und du hast dir nie irgendetwas erlaubt. Diese Affäre darfst du dir erlauben. Das sollte aber eine Affäre bleiben. Und es blieb dann doch keine. Und begann dann durch die Bekanntschaft mit Ihrem Mann, mit Ihrem späteren Mann, das Interesse für die Psychoanalyse? Ja, wissen Sie, ich meine, Psychologie und Literatur war immer etwas gewesen, mit dem ich, also das war für mich das, was mir am nächsten lag. Ich habe immer gerne, ich habe ja unendlich viel gelesen. Mein Gott, was hat man nicht alles verschlungen, auch gerade während der Kriegszeit. Und
menschliches Leben, Romane, Schicksale, Entwicklungen, das war mein Thema. Sie sind dann nach London, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Aufenthalt für Sie, also insbesondere eben im Zusammenhang mit der Psychoanalyse, weil da ja Koryphäen der Psychoanalyse waren, insbesondere eben auch die Tochter von Freud und Melanie Klein. Und Sie haben ja auch beim berühmten Analytiker Ihre Lehranalyse gemacht. Na, das war sehr spannend natürlich. Aber Sie dürfen das, sicher nicht, darf man nicht vergessen, dass ich, das war für mich eine neue Welt. Nicht? Ich war ganz alleine da, ich war die erste Deutsche, die in diese Welt, oder Gott, ich war damals auch dänische Staatsbürgerin, aber so von der deutschen Szene her dahin kam. Und ich habe alles begierig aufgegriffen, aber ich hatte erfreulicherweise durch eine Berliner Bekannte, eine andere Berliner Bekannte, eine deutsche Jüdin, die 38 emigriert war und Psychoanalytikerin war. Und die hat sich meiner total angenommen. Also ich wurde als Tochter adoptiert, sie war schon älter. Und die hat mir natürlich sehr vieles erzählt, wie es damals in Berlin war und wie es jetzt... Damals heißt vor dem Krieg. Vor dem Krieg, als sie noch in Berlin war. Sie hatte es übrigens nicht leicht, Anerkennung zu finden in London, denn die Wiener waren auch den Berlinern gegenüber etwas skeptisch und so weiter. Und da hat sie mir auch viel erzählt, wie das während des Krieges war, ja, wo der Kampf zwischen Melanie Klein und Anna Freud besonders hohe Wellen schlug. Aber man spürte auch Anfang der 50er Jahre, als ich da war, noch sehr viel davon. Und ich bin seinerzeit, ich war natürlich, also wenn Sie so wollen, mein geistiger Mentor oder Führer oder nachdem ich mich ausgerichtet habe, war Sigmund Freud, ganz klar. Und ich verehrte seine Tochter Anna überaus. Und ging zu ihr hin und war sehr, sehr gerührt, muss ich sagen, als sie in dieser Zeit, wo sie sehr viel zu tun hatte, musste ja auch Gelder von Amerika kriegen, um ihr Institut aufrechtzuerhalten, ihre Hempstead-Klinik aufrechtzuerhalten. Und hatte, es kamen Leute aus aller Welt, aber sie hat sich Zeit genommen für zwei andere aus dem Ausland kommende und für mich einmal in der Woche nachmittags. Ja, ich verehrte sie sehr, ich liebte sie fast. Hat mich natürlich auch dazu gebracht, wenn Sie so wollen, Melanie Klein gegenüber immer eine gewisse Reserve zu haben. Obwohl, trotz meiner Verehrung für Anna Freud, es wurde nicht so furchtbar gerne gesehen, da ging ich auch in die Seminare von Melanie Klein, wo immer ich hin konnte. Und da ich ja aus dem Auslande kam, also in London hatte man sich längst entscheiden müssen, ob man zur A-Gruppe, zur Mittelgruppe oder zur B-Gruppe gehörte. Nicht? Da konnte man nur hier oder da oder dort sein. Und ich konnte als Außenstehende eben die verschiedenen Gruppen besuchen. Mein Analytiker Michael Barlind gehörte zur Mittelgruppe, Anna Freud zur B-Gruppe und Melanie Klein zur A-Gruppe. Die Melanie Klein war ja, wie Sie vielleicht wissen, sehr viel früher nach London gekommen, nämlich schon Ende der 20 oder 30, 31, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber längst bevor Hitler an die Macht kam. Nee, noch in den 20ern. Und sie war eigentlich die Herrscherin in London gewesen. Sie hatte ja große, ihre Schüler waren dort die wichtigsten Lehranalytiker und der Jones ließ seine Kinder und seine Frau und die ganzen Familien waren ja oft bei ihr in Analyse für viele, viele, viele Jahre. Also für sie war, als die Berliner 38, als die Wiener 38 kamen, Freud, seine Tochter und die ganzen Wiener Analytiker, war das schon ein großer Einbruch in ihrer Biografie. Steht, ich weiß nicht, hoffentlich kann ich das jetzt richtig wiederholen, Melanie Klein fürchtete zwar die Bomben, aber die deutschen Emigranten, die nach London kamen, waren doch für sie ein viel schwerer zu tragen noch als Hitler und die Bomben. Dennoch, Melanie Klein, ich muss sagen, wann immer sie über Patienten sprach oder wann immer sie bei den Seminaren bei denen ich hauptsächlich anwesend war, wenn zum Beispiel Schüler von ihr einen Fall vorstellten, dann hatte sie sehr viel intuitives Einfühlung, intuitives Vermögen. Also sie
konnte dann plötzlich irgendetwas sagen über den oder die Patientin, weil ich dachte, ja, das stimmt. Da hat sie einen Bereich ergriffen, einen Bereich auch erfüllt, den ich so schnell nicht gefunden hätte. Aber ich spürte den Wahrheitsgehalt. Ich spürte, da stimmt etwas. Das ist hochinteressant. Ja, wir sind in London gewesen, aber da habe ich eigentlich ein wichtiges Ereignis übersprungen, nämlich die Geburt Ihres Sohnes 1949. Ja. Sind Sie denn mit Ihrem zweijährigen Sohn dann in London gewesen? Nein, oder? Mein armer Sohn. Das wird er mir auch nie verzeihen. Wissen Sie, ich war, also ich habe ihn schon vorher in Konstanz ist er geboren und da haben wir anderthalb Jahre gelebt. Dann haben wir noch ein weiteres Jahr in Stuttgart gelebt. Und da habe ich meine Analysen angefangen, bin auf der Psychiatrie gewesen, musste ja auch so weit psychiatrisch, fachärztlich mich untermauern, um dann diesen Beruf als Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin ausüben zu können. Ja, und in dieser Zeit ist er sehr viel bei meiner Mutter in Dänemark gewesen. Bei meiner Mutter und bei der Familie meines Halbbruders, der Kinder seines Alters hatte. Und das war alles nicht einfach, nicht? Das war mit sehr viel Schmerz verbunden, aber ich habe ihn auch öfters natürlich in Heidelberg gehabt, als ich dann in Heidelberg lebte. In Stuttgart war er ja sowieso bei mir. Und da habe ich gedacht, dann, wenn ich dann wegging oder ihn im Kindergarten abgeben musste oder wo auch immer, dann war er verzweifelt. Und ich konnte ja auch nicht immer meine Mutter da haben, was ich lange Zeit immer versuchte. Also da schien es mir, dass es für ihn, gerade weil für meine Mutter war er der Inhalt ihres Lebens. Sie blühte auf und hatte wieder etwas, wofür sie ganz und gar lernte, das Leben zu lieben. Und da hat er die anderen Geschwister oder Cousinen und Vettern und Cousinen, also alles und eine wunderbare Umgebung, wo er frei herumlaufen konnte und wo ihn nichts behinderte, habe ich gedacht, er ist eigentlich glücklicher dort. Gott, ich bin viel hingefahren. Er hat, es war nicht immer leicht, wenn ich dann wieder ging. Und ich glaube, so ganz verziehen hat er es mir bis heute nicht. Würden Sie denn aus heutiger Sicht sagen, dass Ihnen damals vielleicht schlicht und einfach gesagt, Ihre Ausbildung, Ihre berufliche Karriere wichtiger war? Ich wusste einfach nicht, wie ich schaffen sollte. Wissen Sie, ich weiß gar nicht, was für mich wichtiger war. Eigentlich, im Grunde glaube ich, dass mein Sohn für mich außerordentlich wichtig war. Und sein Glück, denke ich, mindestens so wichtig war wie mein Beruf. Nur ich dachte, er ist glücklicher dort. Ich dachte, ich kann ihm das nicht bieten, was er dort kriegt. Mit 6 Jahren, wohlgemerkt, wir lebten dann auch bereits zusammen, mein Mann und ich. Er war nicht geschieden, aber ich durfte mich polizeilich nicht dort, wo wir die gemeinsame Wohnung hatten, melden. Denn damals war das verboten, mit jemandem zusammenzuleben, mit dem man nicht verheiratet war. Und da er ja Medizin ohne Menschlichkeit geschrieben hatte, und sehr große Schwierigkeiten auf der Universität, mit der Universität zu durchstehen, immer wieder hatte. Man hätte ihm alles Mögliche Böses antun können, wenn wir offiziell zusammengelebt hätten. Aber als wir dann geheiratet haben und wir also polizeilich nichts mehr zu fürchten hatten, haben wir ja auch sofort meinen Sohn zu uns genommen. Und dann ist er ja sehr bald, da war er aber schon 6 Jahre alt. Also die Jahre dazwischen sind hin und her gegangen. Und heute, wo er selber Kinder hat, sagt er, mein Gott, was hast du mir angetan? Medizin ohne Menschlichkeit war ja die Dokumentation der Nürnberger Ärzteprozesse, oder? Medizin ohne Menschlichkeit, er war ja von der Ärztekammer hingeschickt worden, ja. Alexander Mitscherlich.
Das vergaßen die ja immer wieder, nicht? Dann hat er hat damals schon den Ärzten gesagt, mein Gott, wenn ich da hingehe und ich das alles dokumentiere und quasi vertrete, was wird man mit mir machen? Das wird bestimmt mir beruflich einiges antun. Und das hat es natürlich auch, nicht? Also er war ja dann da und er hat es dann auch dokumentiert und man hat gesagt, also er hätte was erfunden. Das waren nur Dokumente, die er natürlich entsprechend kommentiert hat. Er ist ja damals auch vom berühmten Professor Sauerbruch angegriffen worden. Es gab da wohl so Vorwürfe wie Nestbeschmutzung ich weiß nicht. Ich weiß es nicht alles. Das sei sein Buch sei eine Nachtlektüre für Perverse und ähnliches mehr. Also da gab es nichts an Beschimpfungen, die man ihm nicht zukommen ließ. Aber wissen Sie, die Mediziner sagten, das war ja nur ein ganz kleiner Teil. Das war kein ganz kleiner Teil. Damit dieser ganz kleine Teil diese Morde und diese Versuche und diese Unmenschlichkeiten begehen konnte, musste ein großer Teil hinter ihm stehen. Sie wissen, jetzt ist hier eine Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht in Hamburg. Und natürlich diejenigen, die die Morde begangen haben, mögen im Verhältnis zu den vielen Millionen, die zur Wehrmacht zählten, ein kleiner Teil sein. Aber es stand immer die ganze Macht dieser Wehrmacht dahinter. Die ganze Macht der Medizin stand hinter diesen Versuchen. Das kann man nicht anders sagen. Und das wollte man ja um nichts in der Welt wahrhaben. In der Heidelberger Zeit kamen dann wohl auch viele Analytiker aus Europa, aus den USA, an das Institut. Sie hatten da viel Kontakt wohl. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass diese Zeit sehr... Wissen Sie, also Heidelberg war psychoanalytisch gesehen das Mekka damals, das ist keine Frage, die gingen nicht nach Berlin zurück. Die, ob sie nun aus Wien, wo immer sie hier kamen, Budapest, Berlin... denn aus Berlin waren sie ja rausgeflogen. In Heidelberg, das war ja ein neu gegründetes Institut von einem Mann, von dem sie wussten, dass er nicht Nazi sei und auch nie Nazi gewesen war. Da kamen sie gerne hin. Die wollten ja gerne wieder nach Deutschland. Es ist diese, man hatte ja auch, wir waren ja sehr befreundet mit sehr vielen von diesen Leuten, den Immigranten. Also da, es war auch ganz egal. Für unsere Generation damals, das ist heute anders geworden. Man hat gar nicht gesagt, jüdisch, nicht jüdisch, sondern man hat sich wiedergefunden. Das war auf einer Kultur, die schon mal da war. Schließlich ist die Psychoanalyse österreich-deutsch, wenn Sie so wollen, zumindest ist deutschsprachig. Und wir haben uns wiedergefunden. Wir haben vielleicht manchmal so getan, als wenn der Krieg gar nicht da gewesen wäre. Und das war eine unglaublich anregende Zeit. Und wir haben uns auch nicht gegenseitig bekämpft. Wissen Sie, auch die deutschen Analytiker, die in Heidelberg sahen, sondern wir waren alle gleich begierig, etwas zu erfahren, unseren Horizont zu erweitern, neues Denken zu lernen und so weiter. Es war auch gar keine Rivalität zwischen uns deutschen Analytikern da, was jetzt viel, viel stärker ist, was auch im Sigmund-Freud-Institut dann sehr viel stärker herauskam. Sigmund-Freud-Institut, da greifen wir schon ein bisschen vor. 1956 war wohl die 100-Jahre-Feier, die Ihr Mann einerseits und andererseits Horkheimer und Adorno wohl ausgerichtet haben. Gab es denn da schon engere Verbindungen oder waren das zwei unterschiedliche sozusagen Ausrichter, die sich da getroffen haben? Aber nein. Ich meine, erstens hatte Alexander Mitscherlich natürlich immer gewusst und Horkheimer, Adorno, was immer schon geschrieben stand, autoritäre Persönlichkeit und so weiter, das war ihm natürlich sehr bekannt. Und sobald die zurück waren in Deutschland, hat er Kontakt mit ihnen gesucht. Und eine Zeit lang, gerade als wir zusammenlebten, aber nicht recht wussten, wie soll das in Heidelberg weitergehen, hatten wir überlegt, ob wir nicht zusammen nach Frankfurt ziehen. Und er wollte dann eine Stelle bei Horkheimer annehmen. Daraus wurde nichts. Es war wahrscheinlich ganz gut so. Aber die haben auch mit Horkheimer. Horkheimer war Rektor hier. Horkheimer wollte natürlich nicht unbedingt sich allzu viel Feinde machen. Also Alexander Mitscherlich war ein Feindbild für viele in Deutschland.
Und das hat er auch mal geschrieben, da war er etwas bedenklich, ihn anzustellen, aber er hätte ihn ohne Zweifel trotzdem angestellt. Nur Alexander Mitscherlich war auch mit der Medizin sehr verbunden und da hat er dann größere Chancen durch die Rockefeller Foundation in Heidelberg, sodass wir in Heidelberg blieben. Aber wir hatten sehr viel Kontakt, auch ich, auch in den 50er Jahren, auch Anfang der 50er Jahre, bin oft mit Horkheimer und Adorno zusammengekommen. Das gab Dauerkontakte und die waren sehr interessiert. Ich denke, das Sigmund-Freud-Institut ohne die Unterstützung Horkheimers wäre auch nichts geworden. Es gehörte ja ursprünglich das Psychoanalytische Institut in die Räume des Horkheimer-Institutes. Und das wollte er eigentlich wieder. Dass das nichts wurde, war ganz gut so. Dass wir selbstständig blieben als Psychoanalytisches Institut. Aber dennoch haben wir natürlich die Tradition Horkheimers und Adornos fortgesetzt, durch die Sozialforschung, durch die sozialpsychologische Ausrichtung. Das wurde 1960, nicht, das Institut wohl eingeweiht. Da gab es ja dann offensichtlich doch auch öffentliche sozusagen Unterstützung dafür. Also war dann die Phase, sagen wir mal, die erste Phase der Nachkriegsanfeindungen vorbei? Oder war das eher eine Ausnahme, dass da es in Hessen, in Frankfurt zufällig für diese Bemühungen Unterstützung gab? Frankfurt war natürlich großstädtisch. Heidelberg hatte die alte Tradition, war unglaublich eingebildet, dass es die älteste Universität fast ist und Max Weber und ich weiß nicht wen alles hatte. Ja, und eine uralte Tradition, auch medizinisch gesehen. Also da in dieser Enge war es sehr viel schwieriger für Alexander Fuß zu fassen. Mit in Frankfurt, auch mit den Sozialdemokraten, mit Zinnen, wir waren ja auch sehr befreundet mit den verschiedensten Politikern hier, auch mit dem Oberbürgermeister und so weiter. Also das schon diese ganze, die 100-Jahre-Feier, die Sie erwähnten, 1956, da kamen ja Leute aus aller Welt. Und das war auch ein Durchbruch. Das war in der Öffentlichkeit ein Durchbruch. Es wurde was veröffentlicht, unentwegt Vorträge. Manche haben zum ersten Mal kapiert, was überhaupt Psychoanalyse ist. Zum Beispiel der Jürgen Habermas hat mir das wiederholt gesagt. Das sei so für ihn zentral wichtig gewesen. Also schon seit 1956 haben die Politiker, der Ministerpräsident Zinn vorneweg, dafür angefangen zu arbeiten, ein psychoanalytisches Institut zu machen, natürlich mit besonderer Unterstützung von Horkheimer und Adorno. Sie haben ja dann auch an dem Institut gearbeitet, obwohl Sie immer noch in Heidelberg waren. Ich blieb noch länger da, bis mein Sohn Abitur hatte. Ich wollte ihn nicht noch einmal verlassen. Ja, Sie sind bis 67 dann in Heidelberg geblieben und 67. Ich bin auch viel hier gewesen. Ich bin natürlich zweimal in der Woche hergefahren, habe hier auch meine Arbeit gemacht, meine Seminare, meine Analysen und so weiter, immer. Ich war auch die Leiterin der psychoanalytischen Ausbildung für ganz Deutschland über lange Zeit. Am Institut? Ja, und innerhalb des Institutes war die psychoanalytische Ausbildung. Aber das war keine staatliche Ausbildung. Das gehörte eben zur internationalen Privatheit der Psychoanalyse, wenn Sie so wollen. Nicht? Und ich habe damals gearbeitet. Ich wurde auch nicht, das konnte ich nun nicht als Frau des Chefs, ich konnte nicht bezahlt werden für meine Arbeit, die ich am Institut leistete. Ich wurde natürlich auch nicht bezahlt für meine Arbeit, die ich für die DPV leistete. Denn das war immer ehrenamtlich, weil es ja auch privat war. Aber ich habe also hauptsächlich im Institut für die DPV gearbeitet, also für die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung, war auch in vielen Gremien der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und habe da gerne und interessiert mitgearbeitet. Es war nicht sehr lukrativ, also sagen wir mal, Geld war damit nicht verbunden, was ich heute bedauere. War denn eigentlich vergleichsweise jetzt Geld verbunden mit dem bekanntesten und sicherlich wohl auch erfolgreichsten Buch, das Sie dann gemeinsam geschrieben haben und 1967 herausgebracht haben, mit dem Titel, der mittlerweile ja wirklich also Teil des deutschen Sprachgebrauchs ist, Die Unfähigkeit zu trauern. Das war doch ein sehr erfolgreiches Buch. Ja, das war ein sehr erfolgreiches Buch. Ja, ja. Endlich mal haben wir an einem Buch was verdient.
Aber ich meine, das klingt so zynisch, nicht? Aber es ist in der Tat wahr, man verpflegt nicht an wissenschaftlichen Büchern sonst etwas zu verdienen. Das ist sehr, ja, sehr selten. Also 67 war es ein Erfolg, war es eben auch deshalb ein Erfolg, weil die Stimmung entsprechend im Zusammenhang eben auch mit den 68ern, weil die Stimmung anders war als vielleicht noch 5 Jahre vorher. Und wir waren ja unglaublich verblüfft, nicht? Ich weiß noch, ich glaube, ich saß beim Friseur und da rief irgendjemand an und sagte, ja, Sie kennen doch die Frau Mitscherlich, die haben ein neues Buch herausgegeben und so weiter und so weiter. Wir hatten beide gedacht, Gott, Alexander Mitscherlich hatte ja auch mit der Vaterlosen Gesellschaft schon einigen Erfolg gehabt in der Öffentlichkeit und mit vielen seiner Arbeiten. Aber gerade mit diesem Buch hatten wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwelche in der Öffentlichkeit Eindruck machen würde, was es dann aber sehr tat. Wissen Sie, es kommt natürlich auch, es ist eine ganz bestimmte Zeit da. Und wie man sieht jetzt an der Hamburger Ausstellung über die Wehrmacht, es lässt sich nicht mehr unterdrücken, was historisch Wahrheit ist. Es lässt sich nur eine bestimmte Zeit unterdrücken. Und ich denke, es ist auch so, dass 67, da war schon die nächste Generation, nicht mehr die unmittelbar, wenn man so will, schuldig geworden waren oder die sich auch mit ihrem Mitläufertum aus Scham nicht auseinanderzusetzen wagten. Nicht? Das war ein bestimmter Abschnitt war vorbei und die historische Wahrheit, die kam nun mal an den Tag, die ließ sich nicht mehr unterdrücken. Das Schweigen zwischen den Generationen, die Eltern haben ja nie mit ihren Kindern gesprochen. Nebenbei die Überlebenden aus den Konzentrationslagern auch nicht. Nicht? Das ist bis heute kaum zu machen. Endlich kam eine Generation und sagte, wir wollen einfach mehr wissen, wir wollen das verstehen lernen, wir wollen dieser Druck, der auf ihnen offenbar lastete, den wollten sie endlich loswerden. Und zu dieser Zeit kam dieses Buch heraus. Das war, wenn Sie so wollen, es war Zufall und doch historisch wahrscheinlich Entwicklungen, die eben so laufen. Und nur deswegen, denke ich, ist es auch so bekannt geworden, denn dass man sich für die Psychoanalyse, die in diesem Buch ja versuchte, etwas zu erklären, so interessierte, das glaube ich eher nicht. Obwohl damals zunehmend Interesse auch für Psychoanalyse bestand, das ist keine Aber Frage. Die Kernthese war ja wohl gewesen, und auch das ist eine Frage, die sich mir stellt, die Unfähigkeit zu trauern, weil das an so viel Risiko sozusagen bedeutet hätte für die kollektive Psyche, sofern es sowas gibt, dass die Leute sich ihre ganze Energie darauf verwandt haben, in Wiederaufbau, dass sie ihre Energie in Verleugnung verwandt haben, in Verdrängung verwandt haben, weil, wie Sie selbst auch mal sagen, weil die Gefahr ja auch da war, dass ein ganzes Volk in Melancholie versinkt, wenn es sich wirklich dessen erinnert, woran es mitgewirkt hat. Aber ist es denn eine Unfähigkeit zu trauern gewesen? Oder war das auch ein Unwillen zu trauern? Ja, Trauer kann ja sowieso nicht erzwungen werden, nicht? Trauer ist ein Gefühlsprozess, den Sie in sich erleben müssen und den kann man nicht erzwingen. Ja. Insofern ist es natürlich auch, ich habe eine Arbeit geschrieben damals auch, die Notwendigkeit zu trauern. Ich meine die psychische Notwendigkeit zu trauern, auch wenn ich mit meinen Patienten umgehe und sie ihre Verluste und ihre Scham einfach abwehren, dann leben sie endlos eine Lebenslüge, nicht? Also und hinter der Lebenslüge steht immer der Selbsthass, kann ich Ihnen sagen. Und sich selber zu ertragen und sich nichts mehr vorlügen zu müssen und sagen, natürlich war ich dabei oder ich habe damals so empfunden, auch die Mitläufer. Mein Gott, wenn ich nicht aus der Familie stammen würde, aus der ich stamme, wo meine Eltern mir etwas beigebracht, später meine Lehrer und Lehrerinnen, mein Polizeipräsident mir etwas gezeigt hat,
ich weiß doch nicht, was, wenn ich beeinflusst wäre von Menschen, die ich auch achte und liebe und von denen ich begeistert bin, ob ich nicht, weiß Gott, was für ein begeistertes BDM-Mädchen oder sonst was geworden wäre, nicht? Also ich habe nur immer auch bei meinen Patienten nachher auch auf das Gesellschaftliche und Individuelle, sollten wir wirklich noch kommen, weil das ja nicht einfach ist. Aber ich habe bei meinen Patienten gemerkt, wenn sie sich lernen zu ertragen, Gott, ich gebe zu, wenn man wirklich aufgrund seiner Ideologie, aufgrund seines falschen Bewusstseins absolut unmenschlich wurde, Menschen erniedrigte, ermordete, keine Achtung mehr vor seinem Mitmenschen hatte, dann, wenn man mit dem konfrontiert war und noch ein Stück Menschlichkeit in sich hatte, dann denke ich auch, konnte man vielleicht nichts anderes tun, als melancholisch zu werden oder sich umzubringen, nicht? Aber die Menge des Volkes waren ja Mitläufer. Gott, allzu viele haben gemordet, allzu viele haben verachtet, allzu viele haben sich nicht um den Nächsten gekümmert. Aber das, es war ja sehr viel gesünder, sehr viel besser, sich damit zu konfrontieren und auch zu sehen, warum hat man das gemacht und wie schrecklich, dass man das gemacht hat und wirklich auch seine Scham zugelassen hat und sich mit seiner Scham konfrontiert hat. Nur dann konnte man ja in sich etwas anderes aufbauen und auch langsam ein Stück weit Selbstachtung aufbauen, weil man anfing, anders sowohl mit anderen umzugehen wie auch mit sich selber. Ich habe das Buch kürzlich also nochmal gelesen. Ich fand es eigentlich noch beunruhigend aktuell. Aber diese Meinung wird ja nicht von allen geteilt. Sie sind ja auch angegriffen worden. Die Zeiten haben sich eben auch geändert und die Stimmung. Sie sind angegriffen worden, weil Sie selber als Analytiker zu wenig Einfühlung damals gezeigt hätten mit den Tätern. Täter wären einfach überfordert gewesen. Und es ist merkwürdigerweise oder für mich erstaunlicherweise da auch die Rede von Wut, die also aus Ihnen spräche, und das sei ein Katalog von Beschimpfungen, eine Reaktion, wo man wieder rückfragen könnte, was führt denn dazu, dass heute jetzt wieder auf so ein Buch reagiert wird und so reagiert wird, auch so reagiert wird. Ich denke, ob man will oder nicht, dieses Buch konfrontiert einen mit einem selber, mit der Vergangenheit, mit all dem, was immer noch in einem drinsteckt. Das wäre der Beleg auch dafür, dass es heute immer noch... Es ist doch gar keine Frage. ...immer noch ja, virulent ist und immer noch ich da Ich denke, ist. Dass das Buch äußerst virulent ist, nach wie vor. Also bitte, die Psychoanalyse der Trauer ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und viele werden sagen, das kann man nur individuell durchstehen. Wir wissen, was Trauer individuell bedeutet, aber niemand kann den Sprung zur Gesellschaft machen und nie kann in einem Kollektiv getrauert werden. Aber da wir irgendwo alle doch auch zusammengehören, ob wir wollen oder nicht, wir sprechen die gleiche Sprache, wir jeden Tag sehen wir, wenn Sie so wollen, hören das Gleiche, sehen das Gleiche. Also irgendwie, und wir haben diesen Krieg nun wirklich so als zum großen Teil als kompaktes, einiges Volk geführt. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, jeder von uns, der mithilfe meines Zugehörigkeitsgefühls zu Deutschland, das waren die Grundpfeiler meines Selbstbewusstseins, auch meines Selbstwertgefühls als Deutsche. Man hat ja nicht nur ein Selbstwertgefühl als Tochter dieser Familie und als Schüler dieser Schule oder was weiß ich, als Mitglied dieser Organisation. Man hat auch ein Selbstwertgefühl als Mitglied einer Nation. Nach wie vor, ob man will oder nicht, so sehr wir europäisch denken möchten. Aber die Engländer werden immer noch sagen, du bist eine Deutsche, mein Kind, nicht? Und so weiter. Die ganze Diskussion ist ja auch noch mal aufgekommen, denke ich, weil Deutsch eben plötzlich neu definiert wurde, als es eben 89 zum Zusammenbruch und 90 dann zur sehr schnellen Wiedervereinigung kam. Und in dem Zusammenhang ist ja auch Ihr Buch dann im Leipziger Verlag wieder verlegt worden. Und Sie haben ja auch sich mit dieser Frage auseinandergesetzt, auch mit der Frage, also jetzt ist wieder Trauerarbeit verlangt.
Also man muss es durcharbeiten. Und das war es ja, was wir mit Trauerarbeit. Wir müssen Trauer davon Abschied nehmen, dass wir mit den Führern, die wir so über alles hysterisch geliebt haben, leider einen Weg gegangen sind, der wirklich nur mit Hass und nichts mehr mit Liebe zu tun hatte. Ja, wenn Sie jetzt wir sagen, gab es denn bei Ihnen auch so einen Anteil von vielleicht auch Bedauern, dass man sozusagen nicht so dazugehört, dass man nicht wie die anderen in diese Begeisterung ausbrechen kann, dass man nicht wie die anderen den Führer verehrt, etc., etc.? Gab es das? Aber ja, natürlich. Natürlich. Ich weiß, in München, als da war, glaube ich, Hitler kam mal und die Leute haben geschrien und getobt. Und ich weiß ganz genau, dass ich zu meiner Freundin gesagt habe, oder sie zu mir, ich weiß es nicht mehr, warum zum Teufel mal, ich musste ja auch in Dänemark immer zur Minderheit, gehörte ich immer zur Minderheit, warum kann man da nicht endlich mal zur Mehrheit gehören? Also die Lust in so eine Begeisterung einzustimmen, der Drang, also hingerissen zu sein, der Masse unterzugehen, die Lust habe ich durchaus verspürt. Hätte ich nicht so viel gewusst, hätte ich es nur zu gern getan. Nun haben Sie ja auch in jüngster Zeit noch Nazi-Strukturen festgestellt bei uns, Nazi-Mentalität festgestellt. Und da habe ich mich auch gefragt, also haben Sie denn für sich, aus Ihrer Sicht, haben Sie denn sozusagen diese deutsche Geschichte und das, was da passiert ist, wirklich vollständig verarbeitet? Wenn Sie zum Beispiel eben sagen, bei den Deutschen ist alles möglich, oder wenn Sie sagen, was gehen uns die anderen an, das sagt nur ein Deutscher, dann habe ich doch die Frage, ist das verarbeitet oder ist da immer noch auch ist immer noch ein Schmerz was da? Ja. Das ist doch ganz klar. Es ist wirklich ein großer Schmerz. Aber es ist irgendwie so das Gefühl der Selbstverachtung, die habe ich nicht mehr. Nicht, das hat man schon, wenn man schon Teil dieser Menschen waren, die ja also sowas von barbarisch auch und unkultiviert und aber eben vor allem sowas von unmenschlich waren. Man war ein Teil davon. Da hat es schon lange gedauert, bis ich mit diesem Stück Selbstverachtung fertig geworden bin. Ich kann mich ertragen. Ich habe gelernt, mich zu ertragen. Sie haben sich ja sehr stark mit Aggression und Aggressivität auseinandergesetzt. Auch, nicht nur, aber auch und insbesondere zwischen den Geschlechtern. Aber Aggression eben als auch wiederum als individueller Faktor und als gesellschaftlicher? Ist also Aggression, ist das eine gesellschaftliche Eigenschaft? Ja, Kriege sind ja gesellschaftlich, ne? Kriege sind ja, Individuen können keine Kriege machen. Und Kriege kommen ja immer wieder. Also das Bedürfnis von der individuellen Aggression zur kollektiven Aggression überzugehen, gibt es, solange die Menschheit existiert. Also jetzt gehen Sie nach Bosnien, dieser Wahn, nicht? Ich meine, es sind auch kleine ethnische Gruppen, die sich da aus einem wunderschönen Land eine Wüste und ein grauenvolle Dinge begehen, nicht? Auch wo die Männer dann, wenn man da schon die Geschlechtsaggression sieht, wo der Feind getroffen werden soll, indem die Frauen vergewaltigt werden, nicht, was immer da an Homosexualität dahinter steckt. Aber die kollektive Aggressivität, die ist ja nun wohl kaum zu leugnen. Ja, das ist klar, sie ist nicht zu leugnen. Ist sie denn zu beeinflussen? Ist sie denn zu verändern? Ja, das war es ja gerade, was wir dachten. Ja, was Sie dachten. Und was denken Sie heute? Wissen Sie, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich denke, wenn man aufhört nachzudenken, wie so eine kollektive Aggression entsteht und immer wieder drüber nachdenkt, natürlich immer wieder zurückgeht zum Individuum und sieht, wie im Individuum, wie das auch mit wenn man jemanden kränkt, seine Selbstachtung kränkt und so weiter, nicht, auch wenn man ein Volk die Selbstachtung kränkt und so weiter, dann fängt es an, diese fürchterlichen kollektiven Aggressionen zu entwickeln. Und wenn man das beim Individuum sieht,
und dann auch, wie er sich selber belügt und wie ein Kollektiv sich selber belügt, dann kann man zwar, es ist immer ein Sprung, das ist klar, nicht? Das ist das, was im Individuum passiert und was in einem Kollektiv passiert. Der genaue Vergleich hinkt immer. Aber ein Stück weit, denke ich, kann man doch mit der Psychoanalyse und mit dem psychologischen Versuch zu verstehen, wie auch kollektive Aggression, wie zum Beispiel die kollektive Aggression zwischen den Geschlechtern, nicht diese fürchterliche Abhängigkeit des Mannes von der Frau. Sie wäre nicht am Leben, wenn eine Frau sie nicht geboren hätte und wenn sie sich kurz vorher entschieden hätte, ein paar Monate vorher entschieden hätte, sie abzutreiben, wozu sie immer über die Jahrhunderte die Möglichkeit hatte. Existieren sie nicht. So ist diese enorme Abhängigkeit des Mannes von der Frau, hat auch damit geführt, dazu geführt wahrscheinlich, dass er sie unter anderem über Jahrhunderte und bis heute versucht zu unterdrücken oder abhängig zu machen. Sie haben auch mal einen Zusammenhang hergestellt, der auch nahe liegt zur Erziehung, und haben in dem Zusammenhang auch auf die 68er-Diskussion und die antiautoritäre Erziehung verwiesen. Und haben gesagt, dass die konservative Erziehung oder die traditionelle Erziehung vielfach eher dazu beigetragen hat, Aggressionspotenziale zu fördern als zu dämpfen, zu kompensieren, umzuwandeln. Jetzt ist Erziehung ja auch einerseits eine individuelle und andererseits aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass also Erziehung wesentlich dazu beitragen kann, dass Aggression ja nicht zerstörerisch wirkt? Denn sie muss ja nicht zerstörerisch wirken. Ja, ich meine, was immer Erziehung ist, nicht? Wenn man Erziehung irgendeine autoritäre und Umgang mit Jugendlichen meint, dann führt das sicherlich zu Aggression. Jede, Sie wissen doch, Kinder, die man nicht versteht, die werden aggressiv. Auch kleine Kinder haben so Aggressionsausbrüche. Manchmal möchte man fast sagen, das ist fast biologisch bedingt. Das ist es sicherlich auch. Aber wenn wir sie nicht verstehen oder wir sie ungerecht behandeln oder sie haben was gesagt und man hat daneben verstanden, dann werden sie unweigerlich aggressiv. Und wenn man dann solche Kinder, die dann schon dauernd nicht verstanden werden, Schritt für Schritt und in der Schule, wo es sehr viel schwieriger ist, noch auf den Einzelnen einzugehen, wenn dann eine intolerante oder ungerechte Atmosphäre herrscht, dann wird natürlich die Aggression immer stärker. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ich meine, auf der anderen Seite, wenn sie sich gar nicht mehr um die Kinder kümmern und sie laufen lassen und auch zu Hause eigentlich kein Interesse mehr für die Kinder ist und keine Libido für die Kinder vorhanden ist, wie das vielleicht heute häufig der Fall ist, wo keine autoritäre Erziehung in dem Sinne, zumindest nicht in dem etablierten Sinne, sagen wir mal, wie es noch bis Hitler und auch noch zum Teil nach Hitler gang und gäbe war, so sind doch die Jugendlichen nicht weniger aggressiv geworden, aber auch völlig orientierungslos. Also es nutzt, also wenn man sie unterdrückt, ist schlecht, nicht? Und wenn man einfühlungslos mit ihnen umgeht, ist schlecht. Aber wenn sie einem im Grunde gleichgültig sind und man kümmert sich überhaupt nicht um sie, das erzeugt nicht weniger Aggressionen. Ich glaube, das haben wir erfahren müssen. Sie haben ja 1985, glaube ich, Ihr angeblich erfolgreichstes Buch veröffentlicht, Die friedfertige Frau. Sie haben einmal gesagt, ich weiß es nicht mehr in welchem Ihrer Veröffentlichungen, immer ist der andere schuld, das sagt eine Mehrheit der Männer. Ich würde mal formulieren, immer sind die Männer schuld, sagt das eine Mehrheit der Feministinnen. Sie sind ja eine Zeit lang zumindest auch als eine der oder die Hauptfigur des Feminismus gesehen worden. Sie haben sich immer gewandt gegen dieses Teilen in Gut und in Böse, nur so oder nur so. Aber Sie meinen, ich habe trotzdem gesagt, die Frauen sind gut und die Männer sind böse. Ja, so haben Sie es natürlich nicht gesagt. Aber tendenziell kann man es zumindest als Mann jedenfalls so lesen.
Ja, ja, selbstverständlich. Nein, man darf ja auch nicht die Geschichte außer Acht lassen, nicht? Ich meine, individuell gesehen ist natürlich absurd, dass individuell ein Mann böse geboren wird und eine Frau gut. Das ist unsinnig. Da gibt es so und so viel von jedem aus gesehen anders. Angenehme Männer und unangenehme Frauen und so weiter, vice versa. Also dennoch, die Geschichte ist ja wirklich eine jahrhundertelange Unterdrückung der Frau, muss man sagen. Die Männer haben die Kriege geführt, die Männer haben merkwürdige Ideale von Heldentum gehabt, und je mehr man gemordet hat, umso großartiger war man und einfühlungslos, und Frauen haben abhängig zu sein und Kinder zu gebären und sonst nichts. Ja, Sie sind dann noch weitergegangen. Sie haben gesagt, die Zukunft ist weiblich. Sie haben sogar noch mehr gesagt. Sie haben gesagt, die Zukunft ist weiblich oder sie ist nicht. Ja, wir sind ja jetzt sehr dafür da, wir Feministinnen, für die Differenz zu kämpfen. Und das bedeutet natürlich auch, dass, wenn ich gesagt habe, die Zukunft ist weiblich oder sie ist nicht, dass die Frauen nun mal über Jahrhunderte dazu erzogen wurden, sich in andere einzufühlen, gerade in schwache Kinder, die noch gar nicht richtig sprechen konnten, geduldig mit denen zu sein und denen zuzuhören und so weiter. Also wenn diese Eigenschaften quasi jetzt auch übergehen auf die von Männern betriebene Gesellschaft, wenn auch in der äußeren Gesellschaft, nicht nur in der Familie, Einfühlung in die Schwachen, Unterstützung der Fähigkeiten von Kindern, damit sie dann langsam erwachsen werden können, also, und dass man zuhört und so weiter. Wenn das alles eine Gesellschaft beherrscht, dann fängt sie nicht an, wie in Bosnien Kriege zu machen und sagen, die Gesellschaft, die will ich gar nicht mehr anhören, die ist mein Feind und fertig. Sondern dann fängt man an, ich sagte schon, wenn man sich in jemand einfühlt, kann der kein Feind mehr sein. Nicht? Wenn man zum Teil war es ja in der feministischen Auseinandersetzung auch so, dass in der Tat dann die Aggression gegen Männer gerichtet wurde, eben von den Frauen weg, von sich selbst weg und gegen Männer gerichtet. Möglicherweise auch ein notwendiger Prozess, aber das ist ja noch kein... sozusagen keine Lösung. Wenn Aggression dazu führt, die Realität, auch die zwischen den Geschlechtern, besser zu sehen, ist das sehr, sehr wichtig, auch dahingehend, dass die Frau sieht, dass sie auch in der Gesellschaft ihren Platz hat, damit diese Gesellschaft sich auch ändert. Denn die männliche Gesellschaft war keine angenehme über die Jahrhunderte. Das meine ich. Aber wenn Aggression dazu führt, was sie sehr leicht tut, dass sie einen Feind sucht, um symbiotisch dann mit den Freunden oder die Frauen unter sich umzugehen und da die Aggression, die natürlich auch unter Frauen vorhanden ist, zu unterdrücken, dann haben wir dasselbe, was wir über Jahrhunderte mit den Männern haben. Die haben sich immer draußen Feinde gesucht, damit sie dann ihre homosexuellen Neigungen untereinander ausleben konnten. Ich meine, sie waren immer noch rivalitätssüchtig genug, auch wenn sie dann keine Feinde außen mehr hatten. Aber sie benutzten immer die äußeren Feinde, um das was kompliziert war, untereinander nicht zu sehen. Und wenn Frauen dasselbe tun mit den Männern, dann haben wir ja nicht keine großen Fortschritte zu erwarten. Aber das tun sie auch nicht, durchschnittlich. Nein, aber die Frage ist ja doch, sind Feinde nicht lebensnotwendig? Und ist die Frage nicht eher, also wie man sozusagen mit diesen Feinden einen Modus findet, eben ihn nicht umbringt, aber Feinde, also eben wirklich etwas haben, von dem ich mich radikal absetze, ist das nicht etwas, was, oder zumindest was lebensnotwendig sein kann? Karl Schmidt zumindest war der Ansicht. Ich nicht. Also ich denke, es wird einfach, ob wir wollen oder nicht, dass wir bestimmte Menschen nicht leiden können und auch klar ihre Fehler sehen oder ihre Gemeinheiten sehen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber sobald diese total, also als Feind, den man auch umbringen darf, nicht wie im Kriege ist es sogar, muss man das. Also ich denke, da ist so viel von undurchschauter dass wir keine, wenn wir Selbsterkenntnis pflegen, und das immerhin haben die Griechen als Hauptsache im Leben des Menschen gesehen,
Dass wir dann nicht in diesem Sinne Feindbilder aufbauen können, das können wir gar nicht. Wir werden immer sehen, dass unsere eigenen Affekte mit dazu geführt haben, dieses Feindbild aufzubauen. Dass wir dennoch lernen und uns auch erlauben, Affekte zu haben und auch erlauben, mein Gott, diesen Menschen mag ich und den mag ich nicht aus den und den Gründen. Im Hintergrunde, denke ich, sollten wir immer wissen, na, überleg mal, welche deiner persönlichen Gekränktheiten steht dahinter? Wo bist du affektiv? Und was für persönliche Erlebnisse bringt dich dazu, den anderen so negativ zu sehen? Also diese Möglichkeit sollten wir bei allen notwendigen Abgrenzungen, die wir haben dürfen, dennoch immer mit einbeziehen. Ich meine, wenn Parteien ein demokratisches Land, CDU und SPD, die können sich ja beschimpfen, aber die werden ja nie wirklich so weit gehen, dass der eine andere ein absoluter Feind ist, nicht? Sie werden doch in einer demokratischen eine Demokratie, die funktioniert, muss immer diese Fähigkeit haben, denke ich, zu sehen, dass man mit dem anderen auch spielerisch kämpft. Nicht? Dass nicht die Affekte so überhand nehmen, dass der andere zum absoluten Feind wird, den man abmurksen muss. Ja, aber noch einmal die Frage, ist mit Feinden zu kämpfen, jetzt nicht im wörtlichen Sinn zu kämpfen, sondern Feinde auch zu bekämpfen, Leute, die meinetwegen, jetzt bei irgendwelchen Auseinandersetzungen auf der Seite dessen stehen, den ich eben für den Aggressor halte, die zu bekämpfen, also das ist mein Feind. Und diesen Feind will ich bekämpfen diesen Feind muss ich bekämpfen. Ich meine, die Einfühlung, oder geht die Einfühlung so weit, dass ich das christliche Gebot, dass ich also mich einfühle in jeden, auch in den, der mit dem ich überhaupt nichts zu tun haben will, der mich abstößt, der... Ja, ich meine... Ist das nicht ein... Ich bitte Sie, natürlich. Ich meine, furchtbar, ja. Nicht? Fürchterlich, diese Menschen, die niemanden hassen. Das ist ja auch nichts. Aber es ist ein Unterschied zwischen Hass und Hass und zwischen Feind und Feind. Und sobald es dumm wird, das Feindbild, nicht? Er muss so sein. Ich will ihn oder sie so sehen. Anstatt nachzudenken, warum sehe ich ihn oder sie so, dann trägt es nicht zur Entwicklung eines Menschen bei, sondern das verdummt einen Menschen. Also diese Feindbildsuche, ohne zu differenzieren, ohne immer und immer wieder zu überlegen, warum mache ich den zu meinem Feind, das führt wirklich zu einer hergestellten Dummheit, würde ich sagen. Also ich meine, mein Freund Steven Marcus, amerikanischer Literaturprofessor, hat immer gesagt, Margarete, was hat immer noch gesagt, Warfare, also der Krieg zwischen Intellektuellen ist notwendig, damit Kultur entsteht, nicht? Aber es ist eben nicht der Krieg, wo man den anderen umbringt, sondern wo man versucht, an der gegensätzlichen Meinung die eigene umso schärfer und genauer darstellen zu können. Also ganz schlicht, es geht natürlich nicht darum, dass es keine Aggression gibt, sondern wie mit der Aggression, was ich mit der Aggression was mache. Was ich damit mache und dass sie mich nicht verdummt, sondern dass sie mir höchstens mich dazu befähigt, etwas schärfer und genauer sowohl zu sehen wie formulieren zu können.